Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht der Wahnsinn wieder weiter. Wir haben jede Menge Schnitzel übrig, die nicht für ein ganzes Video einzeln gereicht haben. Deswegen fassen wir sie in diesem Video zusammen und ja, so lernen wir trotzdem daraus, was da eigentlich so für Menschen am Telefon sind. Außerdem behalten die Videos auf jeden Fall jede Menge Unterhaltungscharakter, weil in den Callcentern, tja, weiß ich nicht, da sitzen mittlerweile tatsächlich nur noch Verrückte. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen Telefonschnipseln. Yo. Kumpel, das funktioniert nur mit Reden, sonst nehme ich das nicht mehr an. Ich kann doch deine Nummer blockieren, du rufst komischerweise immer mit der gleichen an. Ist selten, aber ja, scheint das Spoofing bei euch nicht so modular eingestellt zu sein. Ja, und da hatten wir tatsächlich gleich zu Beginn ein Gespräch, was ja nicht geführt wurde. Haben wir hier tatsächlich in letzter Zeit ziemlich oft. Weil die Betrüger, tja, die kennen einen natürlich irgendwann schon. Tag. Joa, guten Tag. Herr Mann, das ist mein Name. Ich bin der Experte von der Investing Academy, ja? Aha. Ich habe ihn gerade angerufen wegen Online-Handel. Ich möchte mal mit Ihnen ein paar wichtige Informationen mitteilen, ja? Hören Sie mich? Ja, ich habe die Informationen nicht. Haben Sie Erfahrung gehabt über Online-Handeln? Das ist doch eine Frage, das ist doch keine Information. Für was haben Sie keine Informationen? Auch Sie haben doch gesagt, Sie geben mir jetzt Informationen, aber bekommt ja keine. Ja, aber vorher möchte ich Ihnen also etwas fragen. Haben Sie Erfahrung gehabt mit über Online-Handeln oder sind Sie aktiv oder nicht mehr? Ja, aber das haben Sie ja eingangs nicht gesagt. Okay, es geht wegen des Bitcoin. Also Bitcoin ist heute mit 10% hochgestiegen und warten wir mal auf eine große Bewegung. Und ich weiß es auch nicht, ob wenn Sie schon mal damit Sie bereit zu sein bei dem Bitcoin können, ja? Aha. Ja? Ja, wo ist denn jetzt die Information? Bis jetzt ist schon noch keine da. Ich hab... Also wollen Sie mich gerade verarschen oder was? Nee, ich habe aber das Gefühl, dass Sie mich verarschen wollen, weil Sie rufen Sie an und sagen, Sie machen mir, Sie geben mir Informationen und dann kommen aber keine Informationen. Ja, gehen Sie auf dem Handy, dann werde ich Ihnen das sofort weiter zeigen, ja? Wo die Informationen momentan sind, ja? Mhm, ja, ich dachte, Sie geben mir die. Ja, ich hab schon gesagt, wir gehen in den Bitcoin, ja? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ganz genau. Also dieses Gespräch hat keinen Sinn ergeben. Tja, aber irgendwie fühlt sich der Betrüger ja hier als Opfer. Oder zumindest fühlt sich der Betrüger in der Opferrolle. Ja, also was der jetzt hier genau für ein Problem hatte, weiß ich nicht. Tja, wahrscheinlich habe ich schon von Anfang an wieder falsch reagiert und kann mich irgendwie nicht in die Lage eines normalen Opfers versetzen, wie man da sonst so reagieren würde. Aber wie soll man da sonst reagieren? Weiß ich nicht. Vielleicht schreibt ihr mal einfach mal in die Kommentare, wie ihr so reagieren würdet, wenn da so ein Betrüger am Apparat dran ist. Hallo, mein Name ist Wagner, ich grüße Sie. Aha. Spreche ich mit Lothar Steiner? Ja. Sie haben sich bei uns eingetragen für das Online-Investment mit dem Trading-Robot. Mhm. Erinnern Sie sich? Nee. Okay, mir liegen hier Ihre Daten vor. Ach so. Ist Ihre E-Mail-Adresse aufgang.untergang@tbusiness.com? Nee. Okay. Hier hat sich jemand mit Ihrem Namen, aber mit dieser E-Mail-Adresse angemeldet. Hm, das sieht so aus, als würde Ihre Firma dann wohl auf Datenschutz scheißen. Nö, wieso? Wir können ja nichts dafür, mit wem Sie, wer sich bei uns mit welchem Namen und welcher Rufnummer anmeldet. Doch, das müssen Sie prüfen mit einem Double Opt-in. Das können wir nicht prüfen, wenn sich in der Welt überall Leute anmelden auf unsere Anzeige. Doch, da gibt es ja ein Double Opt-in. Wir können es nur überprüfen, wenn wir Sie anrufen und nachfragen. Nee. Doch? Nee, da sind in Deutschland ganz andere Gesetze. Mit einem Double Opt-in müssen Sie sich davor schützen, Herr Steiner, damit niemand fremde Daten. An nee, das haben wir doch gerade geklärt. Die E-Mail-Adresse ist ja nicht meine. Niemand gibt es an. Ja, genau. Dafür das kann ich ja nicht. Na, Sie nicht und persönlich, nicht aber Ihre Firma muss das. Ihre E-Mail-Adresse ist, wenn Ihr Name doch und Ihre Telefonnummer doch stimmen. Nee. Nicht doch. Doch. Ich lasse mich auf so eine blöde Diskussion nicht ein.
Naja, mit blöde Diskussion hat das Ganze ja nichts zu tun, denn, ja, weiß ich nicht, die nette Tante hat ja total ignoriert, was ich gesagt habe. Die hat ja nicht mal zugehört, die hat mich nicht mal ausreden lassen und das spricht eigentlich schon definitiv dafür, dass sie selbst weiß, dass sie eine Betrügerin ist. Denn, ja, also ich gehe mal davon aus, dass ein ganz normales Unternehmen die Mitarbeiter so schult, dass die auch zum Zuhören irgendwie animiert werden und wenigstens versuchen zu verstehen, was der Kunde da so von sich gibt. Naja, aber die Betrügerin hier, die, naja, das hat die ja gar nicht interessiert, was ich da eigentlich so zu sagen habe. Und von den deutschen Telefon- und Kommunikationsgesetzen hat die nette Dame auch keine Ahnung. Denn sie meint ja, sie könnte sich nicht davor schützen. Naja, doch, kann man, indem man einfach, also erstmal das Double Opt-in nicht über die E-Mail einholt, weil das ist in Deutschland auch nicht legal, sondern dass, wenn ich meine Telefonnummer dort eingetragen habe, erstmal ja mein Telefon sofort klingelt und mir ein PIN-Code durchgesagt wird, damit ich damit bestätigen kann, dass ich eben auch die Person bin, die sich hinter dieser Telefonnummer verbirgt. Ja, aber dass das die Betrüger nicht interessiert, das wissen wir ja zu Genüge, sonst würde das Telefon hier nicht ständig klingeln. Also mittlerweile so zwischen 40 und 50 Mal am Tag ist normal. Gibt auch mal so ein paar Tage, wo mal das Telefon wieder ruhig ist. Ja, aber dann kommen die Anrufe wieder. Es gibt auch tatsächlich Sonntage, wo hier das Telefon gar nicht stillsteht. Ja, da wundert man sich drüber, aber ja, es gibt auch Betrüger, die sonntags arbeiten. Wahrscheinlich, weil hier die meisten Menschen zu Hause sind und sich das ganze Geschäft wohl am meisten lohnt. Aber es ist einfach nur unterirdisch, was da letztendlich am Ende passiert. Man hat es ja hier an diesem Telefonat wieder gesehen, dass das Ganze einfach nur Betrug sein muss und ja, nichts mit Seriosität oder irgendeinem legalen Gespräch zu tun haben muss. Das ist ganz klar, denke ich mal. Ja, auch noch unverschämt und beleidigend, nicht? Ah, Furzgeräusche nachmachen. Sehr kindisch. Nee, ich habe gerade ins Klo geschissen. Ah, Sie haben ins Klo geschissen. Vielleicht in Ihr Gesicht haben Sie geschissen. Ja. Tschüss. Also wieso die jetzt hier nochmal angerufen hat und der Meinung war, dass ich sie beleidigt habe? Naja, ihr habt ja selber mitbekommen, wie das Gespräch ja eigentlich geendet hat mit der netten Tante. Was wollte die jetzt eigentlich nochmal genau von mir? Und vor allem, ich habe ihr doch erklärt, dass sie hier auf meiner Leitung nichts zu suchen hat und dass ich sie für eine Kriminelle halte und dass das hier nur Betrug ist. Warum... legt sie das, warum beendet sie das Gespräch und ruft dann nochmal an, um mir zu sagen, dass sie damit nicht einverstanden ist, dass ich sie mit irgendwas beleidigt haben soll? Aha. Okay. Habe ich nicht verstanden, aber gut. Mit dem Kindergarten, Herr Steiner. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Vodafone-Mailbox von deiner Mutter. So witzig. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? 15? Nein, 375. Minus 9. Oh, dann sind Sie ja nur 8. Okay, dann verstehe ich, was das für ein Kindergarten ist. Ja. Wenn Sie den ganzen lieben Tag keinen anderen Job wusstest haben, du, dass du kriminell bist? Ist das echt? Wusstest du, dass du kriminell bist? Sie Ihr Geld so? Du bist eine Professionelle. Oder machen Sie das einfach nur du so? Du bist eine Professionelle. Oh, das ist aber sehr nett von Ihnen. Ja. Ist das sexistisch oder was? Ja. Alles klar. Schönen ja. Tag noch. Bis gleich. Bis gleich, du Kriminelle. Oh, bis gleich. Bis gleich. Ja, in der Tat. Wir haben diese kriminelle Betrügerin jetzt hier das dritte Mal eine Leitung gehabt, wo sie, weiß ich nicht, was auch immer von sich geben wollte, was keinen, ja, nicht mal im Ansatz irgendwie ein bisschen Sinn ergeben hat. Oh Mann. Ich meine, warum legt die denn jedes Mal selber auf, um dann nochmal anzurufen, um dann nochmal irgendeinen Quatsch loszuwerden? Und das nacheinander, dreimal, warum? Ich verstehe ich nicht. Also ergibt es noch irgendwie Sinn? Was machen die da den ganzen Tag in den Callcentern? Merken die nicht, dass die, weiß ich nicht, illegal arbeiten? Vor allem, ich habe ihr das schon beim ersten Mal gesagt, dass, ja, das wohl falsch gelaufen ist mit den Daten. Und dass ich da wohl nicht so richtig reingehöre, wie sie sich das vorstellt. Aber irgendwie ist ja die der Meinung, dass sie mich jetzt nerven muss. Aber damit macht sie sich ja gleichzeitig schon wieder strafbar, denn das darf sie auch nicht. Das ist Belästigung, was sie jetzt hier tut. Tja, und das sind wir schon auf einem neuen kriminellen Niveau. Hallo. Hallo. Ja. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Schaunstein-Feger? Ja. Hallo. Ja. Was denn? Es geht um Bitcoin. Sie haben sich angemeldet, ja? Ja. Ja, haben auch wieder ein gutes Beispiel dafür, wie man die Betrüger ganz schnell abschüttelt und richtig schnell wieder los wird. Ja, naja, was will man auch von solchen Leuten?
Da sollte man auf jeden Fall ganz weit die Finger fallen lassen und ziemlich schnell auflegen am Telefon. Grundsätzlich ist es sowieso viel besser, wenn man bei fremden Telefonnummern gänzlich nicht rangeht. Ah? Hallo, ich spreche gerade mit dem Herrn Schaum. Sieht so aus. Hallo? Ja, hallo. Hören Sie mich? Jo. Hallo. Ja, hallo. Hallo? Ja. Hallo. Ja, was ist denn los, Bibi? Hallo. Ja. Hast du gerade einen Pups quer sitzen, oder was? Tja, das war tatsächlich der Typ von gerade eben. Den haben wir nochmal an der Leitung gehabt. Naja, aber alle guten Dinge sind drei und deswegen ist er jetzt gleich nochmal an der Leitung. Oh? Hallo. Ja, hallo. Hallo. Ja. Schnecke, du bist noch am Telefon. Hallo. Ja. Schneckchen. Sohn einer Freundin, Freudenhausangestellten. Hallo. Hallo, hören Sie mich? Ja. Wusstest du, dass du ein Sohn einer Freudenhausangestellten bist? Hallo, hören Sie mich? Ja, natürlich. Hallo? Ja. Hallo, Sohn, wie geht es Ihnen? Schnuckelig. Hallo. Ja. Sind Sie der Herr Schaun? Ja. Ah, wie geht es dir, mein Sohn? Schnuckelig. Alles gut bei dir? Mhm. Wie geht es deiner Mutter? Ja. Geht's Ihnen gut? Ja, hat sich gerade gewaschen. Ah, es freut mich, dass deiner Mutter gut geht. Schöne Grüße von mir, ja? Ja. Okay. Und dir, Sohn, wie geht es dir? Ja. Bist du zur Schule gegangen? Nee. Warum denn nicht? Magst du mehr zu Hause bleiben und deine Finger in deinen Arsch stecken? Ja. Ach so. Was wollen wir dafür machen? Man kann gar nichts machen, ja? Ja, so ist das. Das ist immer. Hm? Schnecke. Herr Schaun? Ja. Herr Schaun? Ja. Frau Schaun? Frau Gerald? Sohn einer Freudenhausangestellten. So was bist du? Nee, du. Oh, nein. So was bist du, ja? Ich wüsste das nicht eigentlich. Um ehrlich zu sein, wüsste ich nicht. Ja. Aber mach dir keine Sorgen, ja? Du kannst trotzdem mein Leben haben. Oh, toll. Ja, natürlich. Solange deine Mutter als Hure arbeitet, bekommst du immer noch was zum Essen. Das heißt Freudenhausangestellte. Aber deine Mutter heißt eine Hure. Nee, Freudenhausangestellte. Nicht keine Hure. Freudenhausangestellte. Hör mal zu, wenn du ein Hurensohn bist, Freudenhausangestellte. Wenn deine Mutter eine Hure ist. Freudenhausangestellte. Nee, ich mag lieber Hure zu sagen. Also sie hat auch sowas mehr gemögt, als ich sie Hure genannt habe. Ja, aber mit Deutsch ist nicht so, wahr? Gemögt gibt's nicht das Wort. Doch trotzdem. She likes to be called a bitch. Ja. Wenn du es auf Englisch möchtest. Schnuckelchen. Ja, wie geht's dir, mein Sohn? Magst du Schwanz, ja? Ja. Herr Schaun, hören Sie mich? Ja. Das ist Elmo. Ja. Ja. Sind Sie sicher? Ja. Okay, ich wünsche dir noch ein schönes Ficken beim Arsch. Tschüss. Ich dir nicht. Ja, also hier haben wir dann wohl die Auflösung, er wird uns wohl verstanden haben und hatte einfach nur wieder viel zu viel Zeit und jede Menge Langeweile an seinem Arbeitsplatz, denn naja, was sollte das hier sonst für ein Gespräch werden? Also hat er mich die ganze Zeit gehört. Interessant, aber gut. Ich hab's euch erzählt, die rufen hier gerne mittlerweile auf der Leitung an oder auf einer der vielen Leitungen, um, naja, was weiß ich da, auch immer loszuwerden und von sich zu geben. Aber Sinn ergibt das irgendwie jedes Mal nicht oder auch immer weniger, was sie da machen. Der einzige Vorteil ist, sie verschwenden jede Menge ihrer eigenen Arbeitszeit und, naja, die zeigen hier, was sie eigentlich für Menschen sind und wer da genau anruft. Und genau das ist der beste Beweis dafür, dass wir hier nur mit Kriminellen zu tun haben und nicht mit echten Banken. Denn eine echte Bank, ja, da kann es vielleicht unterirdische Mitarbeiter geben, aber keine Mitarbeiter, die, naja, wenn sie viel zu viel Freizeit auf der Arbeit haben, solche Gespräche hier durchführen. Aber gut, was will man auch erwarten? Machen wir mal weiter. Hallo, mein Name ist Wagner, ich grüße Sie. Ja, und? Spreche ich mit Gerold für Stäbchen? Was? Spreche ich mit Gerold für Stäbchen? Ja.
Sie haben sich bei uns registriert bei der Firma Greenline Pro bezüglich des Online-Investments mit dem Trading-Robot. Ach so. Erinnern Sie sich daran? Nö. Alles klar, schönen Tag noch. Dir nicht. Ja, nur wenn man sich an die Registration nicht mehr erinnern kann, haben sie keine Lust mehr. Könnte wohl daran liegen, dass das Gespräch dann wohl in eine viel zu schwierige Form abdriftet oder was auch immer. Ist mir eigentlich auch egal, vom Prinzip her kann man so die Leute hier scheinbar ziemlich schnell loswerden. Funktioniert nicht immer, man hat ja auch das ein oder andere Mal einen Betrüger dran, der dann noch eine Ewigkeit diskutieren will, dass man sich da angemeldet hat und ja, dass man, weiß ich nicht. Ich meine, mit Datenschutz hat das ja hier alles nichts zu tun, auch wenn sie da ja jedes Mal gerne von erzählen, dass sie sich an den Datenschutz halten würden, ja, oder irgendwelche anderen Gruselstories haben, die eh nicht funktionieren oder existieren. Naja, machen wir einfach weiter mit dem nächsten Schnipsel. Hallo, guten Tag, Herr Steinfeger. Na, Sie kochen am Apparat, ich melde mich wegen Ihrer Bitcoin-Handelskonto, weil Sie haben versucht zu aktivieren auf unserer Werbungsseite. Aha. Haben Sie Erfahrung, Herr? Nee. Sind Sie YouTuber? Was? Sind Sie YouTuber? Was macht man da? Was arbeiten Sie? Was? Ich arbeite, also beruflich. Okay. Also, wenn Sie wollen, ich kann Ihnen helfen, um Ihr Konto zu aktivieren. Okay. Also, schreiben Sie, also, haben Sie Erfahrung? Nee. Zum Beispiel. Meine Erfahrung. Also, zum Beispiel, Sie können mit einer Roboter arbeiten oder mit einer Broker. Was wollen Sie? Was ist denn da der Unterschied? Tja, Unterschied gibt's da wohl keinen, weil das Geld ist in beiden Fällen weg. Egal, ob man da den Roboter wählt oder den Mitarbeiter, den es da auch nicht gibt. Ja, man zahlt da seine Kohle ein und naja, dann gibt's halt zwei Möglichkeiten. Entweder die melden sich nochmal, um noch mehr Geld von euch zu ergattern mit den unterschiedlichsten Geschichten, oder die melden sich einfach gar nicht mehr und die Webseite ist in einem halben Jahr weg. Also in beiden Fällen sowieso. Irgendwann machen die einfach dicht und schreiben dann einen neuen Namen drauf, nutzen einfach das alte System mit einer neuen Maske, also quasi ein anderes Kleid drüber gezogen. Und schon erkennt keiner mehr, welche Firma das war. Nur die Mitarbeiter, die ändern sich irgendwie immer nicht. Die hat man hier tatsächlich des Öfteren schon bei anderen Firmen gehört. Ja, und so funktioniert halt eben der ganze Betrug. Einen schönen Tag, mein Name ist Gökhan Elzeli. Von der Stromteam Hansa Kurzes. Hätte ich gerne mit Herrn Klaus Thaler gesprochen. Ja, ist am Apparat. Ich höre, sehr recht, Herr Thaler. Herr Thaler, ich melde mich wegen Ihrer Stromkosten an. Oh. Wenn ich... Hallo? News are weg. Bitte? Ja, ich habe Sie nicht mehr gehört. Wenn ich mal fragen darf, was zahlen Sie denn Ihre Stromkosten morgens im Abschlag? Keine Ahnung. Herr Thaler. Ich glaube 180 Euro oder so. 180 Euro bezahlen Sie. Und wenn ich mal fragen darf, wie viele Personen wohnt denn bei Ihnen? Zwei Personen? Mhm. Und für zwei Personen bezahlen 180 Euro? 180 Euro, ja. Und so, okay, das ist aber schon ein bisschen sehr zu viel, Herr Thaler. Ja, zu viel. Ist okay? Ja, wirklich nicht. Warum wollen Sie da nicht irgendwas weniger zahlen, Herr Thaler? Weil es kommt auch jetzt eine Stromerhöhung. Nee, bei uns nicht. Wir haben ja so einen Tarif, wo das bleibt. Bitte? Wir haben ja so einen Tarif, wo das bleibt. Ja, aber Sie wollen ja bestimmt noch mehr Geld bezahlen, Herr Thaler, wenn ich mal sagen darf. Na, und dann haben wir doch jetzt gemacht hier einen Tarif mit 180 Euro im Monat. Und da sparen wir ja schon Geld. Was haben Sie da geändert? Wann haben Sie das gemacht? Na, weiß ich nicht, das ist Anfang des Jahres. Anfang des Jahres. Also, wie lange ist das gültig? Also? Nur 2 Jahre. Vor 2 Jahren, ja. Das können Sie doch immer noch ändern. Nee. Herr Thaler, ich habe jetzt zum Beispiel hier einen Tarif für Sie, 113 Euro. Ja, aber Sie wissen doch auch nicht, wie viel Kilowatt ich verbrauche, da können Sie doch nicht einfach sagen 113 Euro. Herr Thaler, wir arbeiten mit einem Stromanbieter und normalerweise für 2000 Kilowattstunden, wir haben Sie auch damals auch Ihren Stromtarif geändert. Nee, haben Sie nicht. Doch, nee. Wir arbeiten mit allen. Nee, soll ich schon mal was sagen, du bist ein Betrüger, den Herr Thaler, den gibt es erst seit 3 Wochen. Herr Thaler. Wie gesagt, da wir sind ja auch kein Betrüger. Erstmal, wir machen auch keine... Doch, ihr seid Betrüger, weil den Herrn Thaler, das ist ein ausgedachter Charakter, genau für diese Scheiße. Herzlich willkommen auf YouTube. Okay. Schönen Tag noch, Herr Thaler. Ja, das wünsche ich dir nicht, du Betrüger. Eieieiei, mal wieder ein Strombetrüger.
Die lassen sich leider nicht immer ganz so lange hinhalten. Zumindest habe ich da im Moment irgendwie scheinbar kein Händchen dafür, die lange an der Leitung zu halten. Der Strombetrüger hier, der ist auf jeden Fall in der Tat ziemlich interessant gewesen. Denn er meint, ich hätte schon mal mit der Firma gewechselt, währenddessen ich ihm doch aber vorher erklärt habe, dass ich das alleine gemacht habe. Und dann will der mir erzählen, ich habe das mit ihm gemacht. Stimmt ja nicht. Tja, nur da ist er ein bisschen durcheinander gekommen, weil, naja, in der Regel, die Leute, die er anruft, die haben ihren Tarif noch nicht gewechselt und in der Regel ist es auch so, dass die Leute davon gar keine Ahnung haben, wie das Ganze funktioniert. Aber wenn ich jetzt erst gerade vor kurzem den Tarif gewechselt habe, dann habe ich logischerweise eine Bindungsfrist. Das heißt, ich kann nicht einfach mal so eben mit ihm wechseln. Sicherlich vielleicht für die Zukunft vorterminiert, ja, das kann sein, durchaus, aber trotzdem ist das nur Betrug. Mal davon abgesehen, gibt es den Charakter Thaler auch noch nicht so lange. Also zu dem Zeitpunkt, wo er angerufen hat, da gab es den Thaler wirklich noch nicht lange. Ja, und der ruft an und ist der Meinung, dass wir das letzte Mal vor ein paar Jahren schon mal gewechselt haben, was ja nicht sein kann, weil der Herr Thaler, der existiert nicht und außerdem habe ich ihm ja erklärt, dass ich es erst am Anfang des Jahres gewechselt habe. Ja, einfach nur unterirdisch der Betrug, aber das scheint ja leider zu funktionieren. Diese Stromverkäufer, die haben tatsächlich was davon. Also nicht wirklich. Also die verkaufen tatsächlich echte Stromverträge. Also ich habe in den Kommentaren schon mal sowas gelesen, wie das wäre alles fake und die stecken sich die Kohle ein. Nein, das ist bei den Stromverträgen nicht so. Bei den Stromverträgen fummeln die wirklich an eurem Stromvertrag rum. Was tatsächlich, ja, sogar negative Folgen haben kann, weil der Stromtarif einfach teurer ist. Und dann kommt ja noch dazu, der hat ja auch noch falsch beraten. Er fragt mich gar nicht, wie viel Kilowatt ich an Strom verbrauche und sagt einfach, ich zahle 113 Euro oder so. Das kann ja gar nicht sein, weil woher will er wissen, dass ich 113 Euro bezahle? Ja gut, man kann einfach den Abschlag runtersetzen, dann ist es so. Ja, aber für die Kilowatt, die ich verbraucht habe, die will ja trotzdem irgendjemand bezahlt haben. Das heißt, die fette Nachzahlung, die kommt dann auf jeden Fall. Und gespart habe ich dann unterm Strich auch nichts. Und worüber wir bis jetzt ja auch in dem Gespräch überhaupt gar nicht gesprochen haben, ist, was die Kilowattstunde überhaupt kostet. Vielleicht ist es auch einfach teurer als bei dem alten Tarif, den ich jetzt schon habe. Also, ich habe ja gesagt, der Tarif ist ja auch nicht alt. Oh Mann, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, wie die damit klarkommen. Dass da kein Mensch drauf kommt und mal fragt, wie ist denn eigentlich der Preis von der Kilowattstunde? Und jetzt vergleichen wir das mal mit dem alten Vertrag, den ich habe. Weil das ist ja letztendlich der ausschlaggebende Faktor und nicht der monatliche Abschlag. Da könnte ich auch einfach 10 Euro machen und zahle halt 5.000, 6.000 Euro am Ende des Jahres nach. Das ist auch kein Problem. Tja, aber so ist es halt mit diesen Betrügern. Die wollen einfach an eure Kohle und das war's dann. Und wie gesagt, das mit dem Strombetrug hier ist wirklich ein Tarifwechsel. Nur nicht immer zwingend zum Positiven. Naja. Oh? Hallo, sind Sie da? Spricht Sie mit Herrn Schweinfeger? Ja. Ja? Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Tja, dem Anschein nach kann ich da gar nicht behilflich sein, weil die nette Tante einfach direkt gleich danach aufgelegt hat. Warum, weiß ich nicht. Könnte wieder, tja, so ein Punkt sein, wo sie erkannt hat, dass ich schon mal dran war bei ihr und sie einfach weiß, dass ich ein Scambaiter bin und, naja, die Anrufe letztendlich auf YouTube landen werden. Ja, oder ich weiß nicht genau, warum sie aufgelegt hat. Keine Ahnung. Machen wir einfach weiter mit dem nächsten Schnipselchen. Ja, hallo? Paula Massi ist am Apparat. Spreche ich gerade mit Herrn Steiner? Mhm. Wie geht's Ihnen? Ganz entzückend. Freut mich. Ich rufe Sie jetzt von EU-Finanzunternehmen. Sie haben Interesse gezeigt über Onlinehandel. Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Nö. Sie haben keine Erfahrung? Mhm. Okay, ich mache eine kurze Erklärung über unser Unternehmen. Was machen wir? Darf ich Ihnen fragen, Herr Steiner, was arbeiten Sie? Was ich beruflich mache, meinen Sie damit? Wie bitte? Was ich beruflich mache, das meinen Sie damit, oder was? Ja, beruflich. Was sind Sie beruflich? Ja, beruflich bin ich Tellerablecker in einer Gaststätte. Ich muss die Teller ablecken, damit die wieder sauber sind. Ah, ich verstehe. Okay, ich mache eine kurze Erklärung über unser Unternehmen. Was machen wir? Mhm. Wir bieten zu unseren Kunden unsere besten Dienstleistungen und näher Möglichkeiten zu greifen, können auf die Märkte sowie die Rohstoffenwahrung fallen, Aktien und auch die Kryptowährungen. Mhm. Verstehen Sie mir? Ja, sowas habe ich mir schon immer gewünscht. Was möchten Sie? Na, nur erzähl. Wie bitte? Was denn? Verstehen Sie mir, was ich Ihnen sage? Ja, schwierig. Schwierig?
Herr Schneider, was können wir zusammen machen? Onlinehandel ist eine Möglichkeit für Ihnen, mehr Profite machen. Wer ist denn Herr Schneider? Wie bitte? Ja, wer ist denn Herr Schneider? Herr Steiner. Ja, aber gerade haben Sie Herr Schneider gesagt. Oh, tut mir leid. Entschuldigung. Ich habe falsch gesagt. Okay, ich möchte Ihnen zu sagen, was können wir zusammen machen, Herr Steiner? Wir können ein Konto öffnen. Das ist ein Kryptokonto, Ihr Konto. Und Sie können mit einem Mindestbetrag anfangen. Aha. Verstehen Sie mir? Nee. Sie können mit einem Mindestbetrag anfangen. Haben Sie eine Frage? Nee. Keine Frage? Nee. Sind Sie interessiert, mehr Profite machen? Nee. Warum nicht? Ja, weil unseriös klingt. Wie bitte? Klingt unseriös. Okay. Was machen wir? Ihr Vertrauen ist sehr wichtig für uns. Aha. Wir können eine Probezeit machen. Dieses Konto, das Sie können bei unserer Plattform öffnen, ist Ihr Konto, Ihr privates Konto. Toll. Sie können mit einem Mindestbetrag anfangen und Sie möchten mehr investieren, Sie können mehr Geld investieren. Hallo? Ja, hallo? Ich höre meine Stimme. Ja, ich höre Ihre Stimme auch. Wie bitte? Ich höre Ihre Stimme auch. Ja, okay, nur einen Moment bitte. Herr Steiner? Ja? Möchten Sie dieses Konto öffnen? Nee. Warum nicht? Habe ich doch gesagt. Wie bitte? Habe ich doch gesagt. Sagen Sie mir einen Grund, warum? Ja, weil das unseriös klingt. Ich verstehe nicht. Nee? Können Sie bitte lauter sprechen? Ja, weil es unseriös klingt. Okay. Haben Sie einen Computer vorbei, Handy? Ich erkläre Ihnen unser Unternehmen, unsere Plattform, was können wir zusammen machen. Aha, ja, brauche ich nicht. Wie bitte? Brauche ich nicht. Was brauchen Sie nicht? Mehr Profite brauchen Sie nicht? Nee. Okay, wie Sie wollen, Herr Steiner. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Hallo. Ja, hallo. Wie kann ich denn behilflich sein? Ja, also was das jetzt hier so genau werden sollte, weiß ich nicht. Also, ja, also irgendwie ist sie nur dran geblieben. Aber naja, wenn sie so will, einfach nur Wahnsinn. Also da sagt man nein und die fragt trotzdem noch nach dem Computer und will eigentlich weitermachen in ihrem Skript. Tja, weiß ich nicht, ob das schon so ein Indiz dafür ist, dass das ein oder andere Betrüger-Callcenter da tatsächlich schon Probleme hat, an Betrugsopfer zu kommen, oder weiß ich nicht. Es ist einfach nur unterirdisch, wenn man darüber nachdenkt, was die da mit den Menschen am Telefon eigentlich veranstalten, um die Kohle zu bekommen. Und gerade ältere Menschen, die, ja, gerne noch höflich sind, da kann ich mir schon vorstellen, dass die an der Leitung bleiben, wenn die solche Leute am Telefon haben. Ja, das natürlich keiner machen sollte. Und da einfach auflegen sollte. Ich denke, das ist jedem klar. Aber, weiß ich nicht. Ich find's einfach nur schlimm. Hallo? Ja, mit wem spreche ich denn da bitte? Hallo? Ja. Hallo? Ja, was denn? Hallo, ja, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie und ich kann auch mein Echo hören, also Hallo? Hören Sie mich auch. Ja, Sie hören Hallo? Mich. Hallo? Ja, ich höre doch, dass Sie mich hören. Spreche ich mit einem Herrn Koch? Ja. Wie kann ich denn behilflich sein? Das ist Gerald Hübschrauber Koch Nancy. Ja, wie kann ich denn behilflich sein? Wenn, ich habe Ihre Nummer bekommen auf mein SMS-Nachricht. Aha, warum denn? Weiß nicht. Sie wissen es nicht, warum Sie meine Nummer bekommen haben? Nö. Nee? Nein. Aha, und warum rufen Sie denn an? Also ich habe an meiner SMS-Nachricht die Nummer bekommen. Ja. Da stand, ich soll unter dieser Telefonnummer den Herrn Gerrit Hübschrauber Nancy Koch erreichen. Aha. Und? Und jetzt weiß ich nicht, warum ich die SMS bekommen habe. Das weiß ich auch nicht.
Haben Sie irgendwie zu tun mit den SMS-Nachrichten, Herr? Was? Was? Ja, was denn? Haben Sie irgendwie ein psychisches Problem? Ja? Ich glaube, Sie haben ein psychisches Problem. Das scheint irgendwas im Oberstübchen nicht so ganz zu funktionieren. Hallo, hören Sie mich jetzt? Ja, Tochter einer Freudenhausangestellten. Wie kann ich denn behilflich sein? Hallo, Herr Hohensohn? Ja, Schnecke? Du Hund? Hallo, Herr Hund? Ja. Wie geht es Ihnen, Herr Hund? Schnuckelig und prima und toll zugleich, alles mit einmal. Sehr schön. Ja, weiß ich. Ich finde es immer schön. Hurensohn. Nee, Sohn einer Freudenhausangestellten. Nazi. Nee, Nazi nicht. Nazio. Aber vielleicht sind Sie ja ein Nazi. Ja, bin ich. Ja, das denke ich nämlich auch. Was haben Sie gegen Nazis? Gegen Nazis nix. Sind ja auch nur Menschen. Ja. Nazis kann man streicheln. Und was haben Sie gegen Hunde? Nee, ich hab ja nichts gegen Hunde. Und was haben Sie gegen YouTuber? Auch nix. Tja, dass das hier wieder so ein ganz komisches Gespräch werden sollte, das war ja eigentlich schon mit, von ganz Anfang an klar, weil sie so getan hat, als würde sie mich nicht hören. Ja, weiß ich nicht, ob wir die hier schon mal dran hatten. Naja, doch schon, sicherlich, weil sonst warum sollte die sie jetzt hier so reagieren? Weiß ich nicht, aber es ist einfach nur unterirdisch. Ich verstehe immer nicht, was die da letztendlich davon haben, wenn die ihre eigene Zeit die ganze Zeit verplempern. Denn was anderes ist es ja nicht, was sie da machen. Ich kann mir immer nicht vorstellen, dass der Chef da nichts dagegen hat, dass die da komplett sinnlos und sinnfrei und ohne Sinn und Verstand solchen Quatsch da am Telefon machen. Denn letztendlich geht's ja da auch bei den Betrügern darum, dass die da möglichst viel Umsatz und Provision kassieren. Aber gut, tja, dass da nicht viel mit Intelligenz ist, das haben wir ja hier leider schon des Öfteren mitbekommen. Aber was heißt auch leider? Eigentlich ist ganz gut, wenn die Betrüger genauso drauf sind, weil ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die allermeisten Menschen intelligent genug sind, um das hier zu checken, was da eigentlich so los ist. Naja gut, aber es gibt ja leider auch ganz viele Betrugsopfer. Das ist halt die dramatische andere Seite von dem ganzen Bums. Naja, ich habe euch noch ein paar Anrufbeantworter-Aufzeichnungen mitgebracht, die auch unter anderem komisch sind. Bastian? Ja, hier nur ganz kurz, aber der hat tatsächlich den Herrn Sebastian sprechen wollen. Ich denke mal, damit meint er wohl den Herrn Lümmeltütchen, also nicht den Herrn Sebastian, aber naja, dass da so ein Anrufpiepen oder Anrufbeantworterpiepen davor war, scheint wohl nicht so, ja, weiß ich nicht. Das hat er erst begriffen, nachdem er nach meinem Namen gefragt hat und hat dann das Gespräch abgebrochen. Naja, ich habe euch noch eins mitgebracht. Es war nur wieder ein ziemlich kurzes Schnippelchen, aber hier kann man auch wieder ganz gut raushören, dass das da ziemlich laut ist in diesen Calls hintern und eigentlich nur darum geht, auf Masse Geld zu machen. Hallo? Ja, und da man den hier so nicht so wirklich gut verstanden hat, packe ich euch mal einen kleinen Loop rein. Also ich glaube, der hat einfach nur, währenddessen er ja Hallo gesagt, begriffen, dass da keiner dran ist. Aber weiß ich nicht, vielleicht hat er ja auch irgendwas gesagt und ihr versteht das hier. Hallo? Oder? Hallo? Oder? Hallo? Oder? Also auf jeden Fall hat er zum Schluss scheinbar sein Telefon oder sein Headset ausgemacht oder stumm geschaltet oder irgendwie so in der Richtung. Naja, machen wir mal weiter. Der war wohl auch ziemlich überrascht von dem Anrufbeantworter und ja, scheinbar überfordert. Aber gut, was will man auch von den Leuten erwarten? Genau. Da wurde wohl nach dem Herrn Vaginal gefragt, bevor er dann aufgelegt hat. Hallo? Ja, und ganz zu guter Letzt ein komischer Anruf aus einem komischen Callcenter mit komischer Audioqualität auf unserem Anrufbeantworter. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, ihr wisst ja Bescheid, wie das mit dem Daumen funktioniert. Ansonsten wäre so ein Abo natürlich immer ganz nett. Damit unterstützt ihr den Kanal auf jeden Fall auch eine ganze Menge. Tja,
Und wer möchte, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit weiteren netten Videos auf dem Kanal. Die könnt ihr euch auch gerne noch alle angucken, bis das nächste Video auf dem Kanal online kommt. Am Montag haben wir wieder ein ganz normales Video. Mittwoch auch wieder, nächsten Freitag auch wieder. Morgen gibt's die Kakerlakenparty, also unser Hörspiel. Das heißt die Zusammenfassung von allen Telefonaten, die wir diese Woche hatten. Ansonsten, Sonntag gibt's wie immer gewohnt ein Informationsvideo. Ich bedanke mich, die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.